Okay. Ich bin nicht unbedingt der Gruseligste. Was ich aber weiß, ist, dass ich hier einen bösen Lehrer habe. Meine werten Damen und Herren, willkommen hier zu Ärger dein Lehrer in 3D. D. D. Was? Hat etwa jemand 3D gesagt? Ja, Leute, ihr habt ganz genau richtig gehört. Wir spielen hier heute den Karrieremodus Ärger die Lehrerin in 3D. D. Okay, ich höre auf. Meine werten Damen und Herren, das funktioniert so. Wir spielen diesen jungen Mann hier mit dieser Brille, der sagt, finde die Mausefalle und platziere sie auf dem Tisch. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe hier ein paar Sachen eingestellt, dass ich besser spielen kann. Und wir drücken einfach mal auf Play und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze hier aussieht. Das ist die Frau, die heute sozusagen, diese Zeitung hier mitnehmen wird. Und die wird jetzt oben links, wie ihr seht, ist der ihre eigene Kamera. Wir stehen jetzt gerade vor ihrem Haus, okay? Und wir müssen jetzt erstmal in dieses Haus reinkommen. Und es gibt hier viele Möglichkeiten, das sozusagen zu machen. Ich erkläre euch mal die gängigsten Aufgaben. Man kann hier auf jeden Fall ins Haus auf mehrere Wege reinkommen. Ich habe dieses Level hier schon mal gespielt. Und ich zeige euch einfach mal, wie man dieses Level durchspielt. Also, wir haben da in der Mitte, oben links, sehen wir immer, wie diese Frau da herumläuft, ja? Wir können mal hier die Tür aufmachen. Und die Frau, die ist super aufmerksam. Super. Das heißt also, wenn wir in demselben Raum sind wie sie auch, dann greift sie uns direkt an. Aber es ist auch möglich, von ihr wegzukommen. So, unser erster Streich, den wir hier spielen müssen, ist der Mausefallenstreich. Die Mausefalle befindet sich in diesem Schrank hier drin. Das heißt also, da finden wir die Mausefalle. Und diese können wir dafür benutzen, um diese... Oben links sehen wir sie sogar. Die schläft sogar gerade. Wir benutzen diese Mausefalle jetzt und platzieren sie hier auf den Tisch. Das Ding ist, es reicht nicht einfach nur, diese Mausefalle auf dem Tisch zu platzieren, sondern wir müssen sie auch noch verstecken. Und erst jetzt, wo wir sie versteckt haben, können wir uns wieder rauswagen aus dem Haus hier und können jetzt einfach wieder rausgehen. Und wenn wir sozusagen unseren Streich erfolgreich gemacht haben, dann können wir hier aus dem Haus rausgehen, am besten auch die Tür noch zumachen. Und oben links können wir jetzt einfach nur darauf warten, dass sie jetzt möglicherweise Lust bekommt, ihre Zeitung zu lesen. Und wenn sie ihre Zeitung jetzt gleich anfasst, dann kriegen wir eigentlich, wenn alles richtig laufen sollte, dürften wir jetzt einen kleinen Film sehen. Okay, es hat funktioniert. Okay, das ist unser erster Streich gewesen, den wir der Frau gespielt haben. Das ist eine, also die Story der Geschichte ist so, dass wir hier eine böse Mathelehrerin haben und wir sind der Schüler und wir brechen die ganze Zeit bei unserer Mathelehrerin ein, um dort einen Streich zu machen. Das ist sozusagen das Spiel. Genau. Next. Das heißt also, Leute, wir müssen jetzt mal das nächste Level spielen und nun müssen wir das Frühstück von Mrs. T verderben. Ja, gut. Wir schauen uns das Ganze mal an und gucken mal, wie das Ganze denn so läuft. Okay, sie hat sich sozusagen so Cornflakes gemacht. Das heißt also, diese Cornflakes müssen wir wahrscheinlich irgendwie ruinieren. Das ist die Aufgabe. Das heißt also, wir müssen jetzt, da steht dran, füge etwas in ihr Frühstück hinzu, sodass es richtig komisch wird. Nun gut, dann probieren wir mal unser Bestes. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal oben links die Frau wieder, wie sie läuft. Wir haben keine weiteren Items, glaube ich. Außer hier haben wir so ein bisschen Brot. Wir haben einen roten Schlüssel tatsächlich. Interessant, okay. Vielleicht kann man irgendwas damit machen. Sie sitzt, glaube ich, gerade auf dem Sofa oben. Ah, guck mal, hier müssen wir sogar den roten Schlüssel verwenden, ne? Zack, geöffnet. Da ist eine Bärenfalle. Die nehmen wir mal am besten mit. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach der Küche. So wie es aussieht, könnte vielleicht diese Kochnische, diese Kochecke da hinten, ne, ein Indiz sein für die Küche. Also gehen wir hier mal mit der Bärenfalle hin. So. Und da sind die Cornflakes. Okay, sie steht wieder auf. Was haben wir hier alles, was wir benutzen können? Wir könnten, ne, was ist das? Das ist, glaube ich, Salz. Können wir hier einfach Salz reinmachen? Ja, können wir. Oh, ich glaube, sie kommt. Oh, wir müssen schnell hier weg. Okay, jetzt geht sie frühstücken, ne? Okay, wir müssen jetzt noch schnell hier rauskommen. Oh, oh, wir sind noch nicht rausgekommen. Wir sind noch nicht rausgekommen. Oh. Oh, oh, oh mein Gott, aber es funktioniert. Oh mein Gott, was? Okay, also, es ist anscheinend nicht so wichtig, dass wir unbedingt aus dem Haus rausgehen. Es ist einfach nur wichtig, dass sie auf den Streich, sodass sie da reinfällt auf den Streich. Und das waren gerade Cornflakes mit zu viel Salz. Autsch! Okay,
Nächste Aufgabe. Manipuliere den Fernseher von Mrs. T, sodass sie nicht mehr ihre Lieblingshorrorshow schauen kann. Okay, sie hat also Lieblingshorrorshows. Gut. Schauen wir uns das mal an, was da bei Mrs. T so abgeht. Okay, das heißt also, sie hat eine Lieblingsshow. Das ist ihre Lieblingshorrorshow, warum auch immer. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, was haben wir hier? Wir können einmal hier mit ihr... Ne, da können wir nichts machen. Hier haben wir wieder einen roten Schlüssel, den wir mal mitnehmen. Den brauchen wir bestimmt wieder irgendwo zum Verwenden oder sowas. Okay, sie ist, glaube ich, jetzt gerade wieder, genau, in ihrem Haus, normal. Okay, wir müssen erstmal ihren Fernseher finden, ne? Der ist, glaube ich, hier rechts. Das heißt also, wir müssen... Kann man hier... Ah ja, man kann hier das Fenster aufmachen. Okay. Das heißt also, wir können hier reingehen, aber wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir den Fernseher auch kaputt machen können. Das ist ein Hammer. Okay, wir haben im Hammer, im Zimmer nebenan haben wir einen Hammer gefunden, ne? Und jetzt ist sie gerade in der Küche, wie ich sehen kann. Das heißt also, wir gehen jetzt erstmal hier hin und schlagen einfach da drauf. Oh mein Gott, dieser Fernseher ist kaputt. Okay, wir machen hier nochmal kurz das Fenster zu, sodass sie auch gar nichts bemerkt. Und dann gehen wir einfach mal hier richtig schön aus dem Gartengrundstück raus und schauen uns mal an, wie die gute Dame reagiert, wenn sie ihre Lieblingshorrorshow mal wieder gucken möchte. Guter Streich. Einfach mal den Fernseher kaputt gemacht und sie geht sogar gerade ins Wohnzimmer und eigentlich... Oh, wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie unter einer Treppe dort irgendwie? Oh ja, ich glaube, sie geht gerade Richtung Wohnzimmer. Autsch. Hat sie ihn schon gesehen? Ich glaube, hä, die bemerkt es einfach nicht, gell, dass der kaputt ist. Die läuft sogar an ihm vorbei. No, oh, doch. What happened to my TV? My favorite show was about to start. Oh, irgendwie tut sie mir ein bisschen leid. Oh, goodie. Damit hätten wir den Streich auch geschafft. Okay, okay, okay. Nächster Streich. Ruiniere das Kleid von ihr, damit von ihrer Maskeradenparty, wo sie hingehen möchte. Und warum sollte sie überhaupt irgendeinen Spaß haben? Okay, einerseits tut es mir ein bisschen leid, aber ich mag die Streiche. Ich liebe es, Streiche zu spielen. Okay. Sie möchte also auf diese Party gehen und hat wahrscheinlich dieses Kleid hier vorbereitet. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, ne? Wie wir dieses Kleid ruinieren können. Eieieiei. Gut, gehen wir mal rein wieder und sorgen mal dafür, dass wir hier mal wieder unseren Schlüssel mitnehmen. Wir können übrigens auch hier seitlich, können wir tatsächlich sogar die Leiter hochgehen. Eieieiei. Und dann haben wir hier sogar noch einen Energy Drink. Nice, den können wir sogar trinken. Hier oben haben wir ein weiteres Zimmer. Die hat echt ein riesiges Haus, die Frau. Ah, sie ist sogar, glaube ich, gerade oben, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann gehen wir am besten mal wieder runter, bevor sie uns da entgegenkommt. Dann können wir ja mal unten vielleicht ihren Kleiderraum suchen. Hier haben wir wieder eine Bärenfalle, die da einfach herumliegt. Okay, ein Hammer. Damit können wir ja kein Kleid kaputt machen. Ist da was im Schrank drin? Nee. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo sie sich befindet, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Da ist ein Stern. Hier sind wir wie so eine Art Wohnzimmer. Da ist ein Schachbrett. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir ihr Kleid ruinieren können. Aber was kann es sein? Okay, jetzt kommt sie gerade runter. Aber wo können wir ihr Kleid ruinieren? Ich muss jetzt mal schauen, wo sie hinläuft. Wo läuft sie denn hin? Okay, also sie läuft irgendwie in einen anderen Raum. Ist okay. Schau mal kurz, was da drin ist. Okay, hier kann man auch hochgehen. Okay, vielleicht... Aha! Hier ist eine Brechstange. Okay. Damit können wir auf jeden Fall Sachen kaputt machen. Aber können wir damit auch ein Kleid kaputt machen? Ich weiß nicht, wo ihr Schlafzimmer ist. Das ist ihre Toilette. Da ist irgendwie ein Kleid. Hey, wir können uns hier im Spiegel sehen. Alter, sieht das gruselig aus. Okay, wir gucken mal... Alter, was ist das denn für ein Raum? Oh mein Gott. Lass den mal bitte zumachen. Oh mein Gott, die hat einfach einen Folterraum hier. Okay, sie tut mir doch nicht so leid. Irgendwie ist sie mir doch ein bisschen zu suspekt, die Frau. Ich weiß nicht, wo dieses Oh, die hat sogar ein Musikzimmer. Okay, sie ist gerade im Badezimmer irgendwo. Macht sich gerade fertig. Hey! Hier ist vielleicht irgendwo ihr Kleid. Da! Die Schere, die nehmen wir mit. Okay. So, die Schere werden wir definitiv brauchen. So.
Ich bin jetzt hier oben wieder in diesem Zimmer. Hier ist wieder eine Bärenfalle. Sie läuft jetzt gerade wieder runter. Aber hier oben muss doch irgendwo das Kleid sein. Ich glaube, ich hab's, oder? Ist das nicht ihr Schlafzimmer? Ja! Yeah! Da ist es! Klipp, klipp! Nice! Okay, sehr schönes Ding. Oder hätte ich das Blaue zerschneiden müssen? Oh, ich Volldepp, ich hätte das Blaue zerschneiden müssen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Gibt es jemanden, der dümmer ist als ich? Ich habe einfach das Rote zerschnitten statt das Blaue. Sie geht in ihr Schlafzimmer, kann das sein? Ah, ich erschrecke mich immer vor mir selber. Okay, sie geht, glaube ich, ins Schlafzimmer rein. Ja, tut sie. Okay. Oh nein! Nein, die haben es nicht geschafft! Nein! Ah, jetzt hat's. Mist. Okay, wir haben zu lange gebraucht. Wir haben zu lange gebraucht. Oh nö! Okay. Diesmal kriege ich es aber schneller hin. Diesmal weiß ich ganz genau, wo das Kleid ist. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier einen richtigen Speedrun macht. Also, die Frau ist da vorne links. Inzwischen kenne ich mich auch im Haus ein bisschen besser aus. Wir können eigentlich, währenddessen sie da so ein bisschen chillt, hier mal den roten Schlüssel mitnehmen. Dann gehen wir hier hoch und dann laufen wir weiter. Ich hoffe mal, sie geht jetzt nicht direkt hoch. Ich hoffe mal, sie bleibt noch unten. Ja, ist sie. Okay. So, wir... Ah, doch, sie geht hoch, sie geht hoch. Okay, alles goodie. Sie geht noch hoch, aber wir gehen in diesen Raum hier rein, weil hier war die Schere drin. Das ist nämlich der Scherenraum. So, einmal die Schere. So, die. Sodeli-dodeli. So, den Stern nehmen wir auch mit. Okay, ich weiß, wo sie ist. Sie läuft jetzt da gleich. Da kommt sie gleich raus. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, niemals. Sie läuft jetzt bei mir in den Raum rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Sie war hier. Vor mir. Alter, und hat mich nicht gesehen? Sie hat mich nicht gesehen? Oh, wow. Okay, jetzt muss ich schnell in ihr Zimmer da reinkommen. Okay, gut. Jetzt muss ich aber schnell in ihr Zimmer rein. So, jetzt das richtige Kleid zerschneiden. Wo ist es? Da! Ja! Okay, schnell. Jetzt nur noch abhauen. Nur noch abhauen. Raus hier, oh mein Gott. Ich hab's zerschnitten, ich hab's zerschnitten, ich hab's zerschnitten. Schnell raus, raus, raus. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Okay, jetzt schnell hier die Tür zu. Okay, jetzt geht sie. Sie geht, da oben ihr sitzt. Sie geht rein, sie geht rein, sie geht rein. Ich glaube, jetzt geht sie mal ihr Kleid anprobieren. Oh mein Gott, es ist soweit. Okay, ich glaube, jetzt geht sie rein, jetzt wird sie es direkt sehen. Ja! Nice! Okay, richtig stark, Leute. Goodie! Das war jetzt erstmal die erste Folge. Leute, falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!